Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Heute wieder mit Trendy Sandy. Und habe ich das schon mal gesagt im Blog? Du sagst das immer. Zu dir sage ich immer Trendy Sandy. Weiß gar nicht, wie ich auf den Scheiß wieder gekommen bin. Wahrscheinlich, weil sie es reimt. So, also jetzt konzentriere dich mal aufs Zuhören. Schäden am Maul. Oh. Servus Martin, ich habe eine Frage zum Thema von bleibenden Schäden nach einer Bakterieninfektion. Ich hatte Anfang des Jahres große Bakterienprobleme nach Bestandserweiterung. Ein sehr aggressiver Bakterienstamm hat meine Koi an einigen Stellen fast löchrig gefressen. Mittlerweile ist alles wieder gut und der Bestand ist fit. Am Maul von einem eurer Karashi fehlt jetzt ein Teil der Lippe. Wächst das wieder nach, wie bei den eingerissenen Flossen? Der Fisch ist topfist und frisst sehr gut, nur ein kleiner optischer Makel. Sieht man ja oft, dass die Koi so kleine Kerben in der Lippe haben. Ja. Oder sonst am Kopf Veränderungen. Was ich mich immer wundern muss, ist, gerade im Bereich des Kopfes, wenn mal ein Fisch gesprungen ist, ich habe das bei Konishi schon öfters gesehen, das sind ja diese Rieselfilter über den Becken, dann knallen die da manchmal nach dem Abfischen unter die Rieselfilter. Mittlerweile legen wir ja Styropor hin, dass da nichts mehr passieren kann. Da fliegen ja wirklich zum Teil so 5 cm im Durchmesser bis zum Kopfknochen runter die Fleischfetzen raus. Nach 5 Wochen sieht man da gar nichts mehr. Warum ist die Lippe, warum hat die keine so hohe Regenerationskraft? Warum bleiben da die Schäden häufig oder bleiben sie vielleicht gar nicht? Doch, natürlich hat er recht. Meistens bleiben Schäden. Das liegt aber einfach daran, dass unter der Schleimhaut, die sehr gut regeneriert werden kann, wie ja dein Beispiel auch zeigt, unter der Schleimhaut gibt es Knorpelgewebe, das dafür zuständig ist, dass dieses Maul ausgestülpt und bewegt werden kann. Was ihr an der Kopfhaut oben nicht habt. Genau, ist auch nichts Bewegliches in der Gegend, ne? Also keine Muskulatur, kein Bindegewebe, das irgendwas halten muss, kein Knorpelgewebe. Und das ist auch der Grund, je nach Gewebeart, die beschädigt wird, können die Schäden gut repariert werden und manche eben können nicht oder nur schlecht repariert werden. Also ein Knorpel regeneriert sich nicht, der findet nicht in seine ursprüngliche Form zurück. Genau. Das ist das Gleiche wie mit dem Knie, wenn der Knorpel mal draußen ist, ist er weg. Dann muss es operiert werden, dann ist er weg und kann man so auch nichts mehr machen. So kann man sich, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht gewusst, aber es ist eigentlich eine relativ logische Geschichte. Also überall dort, wo Knorpel sind und da was fehlt. Genau. Wo gibt es überall Knorpel am Fisch? Also vor allem im Maulbereich. Bin ich gerade am Überlegen. Und dann gibt es da... Kiemendeckel? Nee, Knochen. Kiemendeckel nicht, aber dann gibt es noch knorpelige Anteile beim Stützapparat, also Skelett mit Knorpeln sozusagen. Aber wenn man das mal sieht, ist eh vorbei. Na, Koi können alles auch... alles überleben, bloß eben nicht die Schönen, sondern nur die anderen. Was war denn das Brutalste, was du je gesehen hast? Also ich habe ja auch schon die unmöglichsten Dinge, gerade aus meiner Anfangszeit. Ich habe mal ein Akamatsu-Bein der Größe gesehen, in Obergruppenbach, du erinnerst dich an die Kundin, nach dem Ableichen rechts und links komplett entzündet, hat noch gefressen, hat keine Schuppen mehr gehabt, hat sich vollständig regeneriert. War mir ein absolutes Rätsel. Was war das Brutalste, was du mal gesehen hast? Also ich habe schon Koi gesehen, wo man wirklich am Bauch die Eingeweide sehen konnte. Also wo die ganze Bauchhülle offen war und man auf den Darm drauf gucken konnte. Hm. Die zum Beispiel haben prima überlebt. Konishi hat einen Karashi, einen Ginrin-Karashi, der ist mittlerweile 85. Der hat das Problem seit Jahren, der bringt den jedes Jahr in den Naturteich. Da war mal ein Loch und wenn man das anguckt, da sieht man den Darm. Also mir wird er immer leicht schlecht dabei, aber dem Fisch geht es einwandfrei. Aber ganz brutales Beispiel, natürlich Asagi, beim Ableichen gegens Rohr gesprungen, da hat sich das halbe Gesicht weggespalten. Das sah auch, weg. Also abgeklappt, das sah auch schauderlich aus. Und ist wieder geworden. Es ist halt eine Delle geblieben, aber... Aber die haben doch eine Regenerationskraft wie ein Krokodil, oder? Das ist ja... Sind da die Karpfen jetzt in der Natur eine Ausnahme oder sind Fische allgemein so regenerationsfreudig? Ich denke, dass die Fischgewebe neigen dazu, sehr reparabel zu sein im Prinzip. Ne? Eigentlich kann man Fische besser mit schlechtem Wasser kaputt machen als mit mechanischen Beschädigungen. Das ist genau das, was ich eigentlich immer wieder beobachte bei Kunden oder bei uns. Die sind eigentlich gegen vielerlei Missstände oder mechanische Geschichten, sind die völlig hart im Nehmen, aber vom einen Moment auf den anderen schlagen die um und werden die vollkommenen Mimosen. Mhm. Ja, dann kommen 2, 3 leichte Stressfaktoren,
zusammen und dann werden die krank und dann klappen die zusammen, dann wollen sie nicht mehr fressen, fahren ihr Immunsystem runter und holen sich bei jedem Scheiß einen Schnupfen. Woran liegt das? Am Stress. Also diese Stresshormone, die blockieren den ganzen Körper, das ganze Immunsystem, die ganze Reparatur. Ist das jetzt deine Meinung oder ist das untersucht? Das ist untersucht. Also ich habe da früher, ich habe da wirklich gerade, da ging es auch um die Salzgeschichte und ein paar andere Themen, die da untersucht wurden. Nee, es ging um Stress. So habe ich übrigens einen Horst Kaiser, meinen Co-Autor, kennengelernt. Ja. Das war ein Artikel über Stress bei Fischen. Da hat man wirklich die Fische mit ganz gezielt mit Bakteriensuspension hat man den injiziert und hat immer Kontrollgruppe gehabt, mit Stress, ohne Stress. Und die Mortalitätsrate bei der Kontrollgruppe mit Stress, die war ums 8-9-fache höher als bei denen ohne Stress. Also das war Wahnsinn. Was ist jetzt im normalen Koi-Teich der schlimmste Stressor, den Koi ausgesetzt werden? Ja, also Wasserqualität ist natürlich ein wichtiges Thema. Also Sauerstoffnitrit ist, denke ich, pH-Wert auch für die Blut-pH natürlich wichtig. Klares Wasser ist für einen Fisch, der eigentlich gerne so im dumpfen Licht leben würde, aus meiner Sicht ein Stressfaktor, den man in Kauf nehmen kann, natürlich und auch will, aber den man nicht unterschätzen sollte. Und Langeweile. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil man ja den Fischen immer nichts zutraut, aber ich bin ziemlich sicher, dass sich Fische in so einer reizarmen Umgebung auch langweilen. Denen fällt nichts Gescheites ein, dann fangen sie an, sich entweder gegenseitig das Futter aus dem Maul zu klauen oder die Wände abzuweiden, obwohl gar nichts mehr dran ist, oder irgendwie Luft zu schnappen. Ja, ich bin ja auch eher ein Typ, dem schnell langweilig wird. Ich erkenne mich in deiner Erzählung auch ein bisschen gerade wieder. Der Koi wird wiedererkannt. Ist sicher nicht so ausgeprägt wie bei so einem komplexen Lebewesen wie Martin Kamera. Aber auch Fische, davon bin ich überzeugt, können sich langweilen. Also, machen wir auch mal einen Blog dazu zum Thema Stress. Stress ist ein geiles Thema und ich habe es auch immer wieder erwähnt. Stress, Stress, Stress. Übrigens ist Salz auch, und das habe ich von Horst Kaiser damals auch gelernt, wir haben die Stressreaktion, kennt drei Stufen. Am Ende der dritten Stufe sind die Fische tot. Mhm. Und man kann die Stressreaktion in der Mitte der zweiten Stufe im Prinzip dadurch abbrechen, dass man die Umgebung aufsalzt. Dadurch verhindert man, dass der Koi ein anderes Mineralverhältnis im Körper bekommt und dadurch wird also die Osmoregulation wird unterstützt oder wird dafür gesorgt, dass er nicht gestört wird und dadurch wird gesorgt, dass im Prinzip der nächste Schritt, der die Folge einer gestörten Osmoseregulation wäre, dass das Immunsystem runterfährt, dass das eben nicht passiert und das ist einer der Gründe, warum wir immer mit Fischen nach Japan, was ja der Transport ist ja ein Wahnsinnsstress, dass die erstmal auf Salz gesetzt werden und dass sie erstmal für 10, 14 Tage kein Futter bekommen, sondern sich einfach mal regenerieren können und den hohen Cortisolspiegel, das ist das von Sandra angesprochene Stresshormon, dass das abgebaut werden kann. Und danach kann man anfangen zu füttern. Ich hatte da waren Ali und Arthur hier und die haben am ersten Tag, als Fische reinkamen, haben die sich einen Goschki und einen Kohaku ausgesucht, haben den dann so im Becken, im Kescher angeguckt und als sie dann 4 Wochen später kamen, die Fische abholen, haben wir die Fische angeguckt und haben gesagt, es ist unglaublich, das ist wie zwei Fische. Ich war selber völlig begeistert, als sie dann plötzlich mit Glanz, mit Schönheit, mit Pracht, mit Ausstrahlung, so, und das ist, wenn man das selber so häufig sieht wie wir hier, wie Stressfische innerhalb von 48 Stunden, nicht 48, aber 40 Stunden sind die im Karton, wie Stress die Fische da hinrichten kann in 40 Stunden. Und wie schnell die dann aber auch wieder zurückkommen können, wenn man richtig mit ihnen umgeht, das ist schon verwunderlich. Ich glaube, die Leute hören seit 5 Minuten nichts mehr, weil die 20 Minuten schon lange vorbei sind. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.